Morgen, liebe Radfreunde, ich begrüße euch zum vorletzten Tag unserer Radreise. Für uns geht es heute am Gardasee entlang bis nach Alkohol. Und gestern Abend ist Simon wieder zu uns gestoßen. Er packt da gerade sein Zelt zusammen. Und ja, er wird heute noch einen Tag hier bleiben, bis zum Wandern gehen. Und dann geht es für ihn weiter in Richtung Istanbul. So lässt sich der neue Moringen gut an, mit einem schönen Blick auf den Gardasee und perfekten Temperaturen zum Radeln. Ja, zur Fähre sind es jetzt noch 8 Kilometer und dann geht es einmal über den Gardasee mit hoffentlich tollen Ausblick. Wir sind jetzt in Maderno auf der Fähre und ja, fährt in 5 Minuten los, also perfektes Timing. Und schätzungsweise braucht ihr eine halbe Stunde bis Torri di Lago. Nach einer halben Stunde auf der Fähre sind wir in Laghetto di Torri angekommen und jetzt geht's weiter auf dem Rad. Wir sind jetzt 5 Kilometer vor Torbole und haben an diesem wunderschönen Platz gerade Mittagspause gemacht. Und nach Alko sind es jetzt noch 10 Kilometer. Aber für mich ist das hier wirklich einer der schönsten Plätze am Gardasee. Den habe ich auch schon gekannt von meinen Kletterausflügen hierher. Und ich zeige euch das Ganze auch nochmal. Wir sind jetzt am Campingplatz in Alko angekommen, haben das Zelt schon aufgebaut. Es ist jetzt gerade mal um 2. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit, hier durch Alko durchzuschlendern und die Burg mal anzugucken, dann nochmal Eis zu essen. Ja, wird sicherlich noch ein schöner Nachmittag und der Campingplatz ist direkt unter den Burgfelsen, den man hier oben sieht.
Das Highlight des Tages. Für uns drei war es in Alko verschiedene Stationen. Für Sabrina war es das Eis. Für mich auch irgendwo das Eis, aber insgesamt Alko, weil ich einfach diese Stadt liebe. Und Marlene war dann später nochmal bei der Burg oben. Und für sie war da das Highlight, einfach den Gardasee zu sehen.